Hallo, guten Morgen. Ich meine, guten Tag. Sekunden bitte, ich mache den Link schon mal in Moodle. Bin gleich wieder da. Gut. So ist es. Copy Link Address. Dann. Das ist einmal Link anlegen. Dann haben wir es. Denke ich, das geht schon. Hallo, guten Tag. So, Moment, gucke, wir haben sechs Leute. Ich warte noch 30 Sekunden, bevor ich wirklich anfangen. Wie geht uns? Geht's euch alle gut? Eventuell bekomme ich Rückmeldung erst ein bisschen später. Gut. Hey Julius, ich warte noch 20 Sekunden, bevor ich weitergehe. Ah, dann übrigens kann ich schon die Frage stellen. Wie war Übung 2? War alles okay? Ich gucke mal, wie viele Leute schon abgegeben haben. Guck mal. Übung 2. Oh, nee, nicht Übung 1, habe ich falsch geklickt. Übung 2. Hier. Oh, 61 Abgaben. Sehr schön. Moin. Okay, jetzt ist dann 14:17 Uhr. Dann lass uns dann doch beginnen. Noch einmal guten Tag an alle. Hallo. Und hier haben wir Programmierung 1, Vorlesung Nummer 3. Heute, also, hat Spaß gemacht. Übung 2 wirklich. Ich freue mich. Sehr schön. Also, ich habe herausgefunden, beim Malen ist mein Laptop sehr überlastet. Und deswegen muss ich jetzt, also, das ist ganz schade, ich kann nicht live malen, sondern ich male etwas schon im Voraus und dann während der Vorlesung was zeigen. Okay, kleine Wiederholung. Was haben wir letzte Woche gemacht? Heute ist Mittwoch, genau, letzter Freitag. Letzten Freitag haben wir, hoffentlich habe ich dann richtig. Genau, das war. Letzte, oh, Entschuldigung, ich muss dann zur Bildschirm umwandern. Entschuldigung, ich gucke, ob das funktioniert. Ja, super, passt. Dann haben wir, genau, letzte Woche, letzten Freitag, was haben wir diskutiert? Zu den Grundlagen haben wir wirklich die ganz, ganz, ganz Basisgrundlagen diskutiert. Einmal Zuweisung, einmal Datentypen. Letzte Woche war für die Zahlen. Standardbibliothek haben wir System Outprintline diskutiert. Dann Soft Skills haben wir Hardcoding diskutiert. Das war letzten Freitag. Heute haben wir die folgenden Themen. Grundlagen. Heute diskutieren wir Boolean. Vergleichen und if-else. Noch dazu verschachteltes if-else. Dann in Standardbibliothek machen wir Scanner. Das ist praktisch Eingabe von Benutzer durch Tastatur bekommen. Und dann noch String Equals. Wie kann man zwei Strings vergleichen? Und zu Soft Skills haben wir heute Einrückung. Also das ist der Plan für heute. Und ich gehe schon dann sofort rein. Letzte Woche habe ich live gemalt oder auf der Tafel. So, wo ist mein Bild? Hier. Letzte Woche habe ich gesagt, wir haben mehrere Datentypen in Java und man kann die Datentypen in zwei Hauptkategorien spalten. Einmal ist die elementare bzw. Primitiv-Datentypen. Darunter kann man sagen, wir haben Typen für Zahlen, Typen für Texte, Typen für Logik.
Dann die zweite Sparte haben wir Referenz. Darunter sind alle, sag mal, die anderen Sachen, Objekte, später nennen wir. Aber für uns im Moment, für uns das heißt String und andere schöne Sachen, die wir später kennenlernen können. Letzte Woche unter Elementar, Primitivdatentypen, haben wir auf Zahlen konzentriert. Und heute machen wir konzentrieren eher auf Logik oder Aussagelogik. Ja, und ich kann sofort zum, eventuell gehe ich kurz zu Live-Chat und gucken, was ist die Rückmeldungen, bevor ich wirklich mit dem Skript, anfangen. Okay, gucke mal. Marie hat heute Geburtstag. Moment, wir müssen alle gemeinsam Happy Birthday singen, oder? Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, liebe Marie, zum Geburtstag viel Glück. Und natürlich auch noch einmal auf Englisch, weil ich eventuell habe ich das deutsche Variante falsch gesungen. So, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Marie, Happy Birthday to you. Und dann nach australischer Zither muss man danach auch klatschen. Hip, hip, hooray, hip, hip, hooray, hip, hip, hooray. Happy Birthday. Gut. In Jitsi singen wir, gut, sehr gute Idee. Später in Jitsi singen wir gemeinsam noch einmal. Super, alles Gute, Marie. Ah ja, das war was für ein, what a distraction. Distraction, das heißt Ablenkung. Ablenkung, was für eine Ablenkung. Ja, ich war beim elementaren Datentypen für Logik. Und zwar, sowas haben wir nur eins. Ich gehe zum Grundlagenskript. Genau. Elementarer Datentyp für heißt Boolean. Für Logik gedacht oder geplant. Bytegröße, Variable, für uns das ist im Moment nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, Wertbereich, guck mal, es gibt nur zwei mögliche Werte, entweder true oder false, das heißt wahr oder falsch. Und nach Standard, Default, Wert ist dann falsch. Man kann zum Beispiel so zuweisen, Datentyp Boolean, Variable Name B1 oder B2 Zuweisung, dann Wert kommt, entweder true oder false. Wir sehen noch auch Code in Eclipse gleich, ganz gleich. Was ich jetzt sagen möchte aber ist, ich hoffe, diese Tabelle unten, diese Wahrheitstabelle, Truth Table, das ist bei euch nicht fremd. Wir sind schon damit vertraut, oder? Bitte gerne kurze Rückmeldung geben. Ja, ich bin mit Truth Table, Wahrheitstabelle vertraut oder nicht. Sollen wir alle schon vertraut damit sein. Aber dann bin ich hier ganz kurz durch. A trägt den Wert entweder true oder false. Ebenfalls bei B entweder true oder false. Dann haben wir praktisch vier mögliche Kombinationen. Deswegen diese vier Reihen in der Tabelle. Dann dieser das heißt und oder or oder nicht not. Dann A und B gemeinsam mit and sind gemeinsam, also aus einer Einheit zusammen wahr, nur wenn A und B beide true sind. Mit O, entweder A oder B true ist, ist dann das Ganze aus einer Einheit true. Deswegen drei Reihen true, nur die allerletzte Reihe false. Dann dieser Not oder nicht oder das Gegenteil, der Gegenteil, braucht man nur eine Variable. Ja, also wenn was auch immer A ist, das Gegenteil mit Not wird der Wert. Also wenn A true ist, dann nicht A ist false. Wenn A false ist, dann nicht A ist true. Das ist alles. Ich gucke mal jetzt unser Live-Chat und was für Rückmeldungen wir haben. Sarah sagt, ja, bin ich vertraut? Fatih sagt, oder fragt, gibt es einen genauen Grund, weshalb der Default-Datentyp von Boolean false ist? Eventuell ja, bin ich im Moment nicht sicher, kann man bestimmt googeln, aber es ist halt so.
Und übrigens, deswegen, ich gehe ja jetzt, danke dir für deine Frage, Fatih. Deswegen gehe ich jetzt schon zum Code in Eclipse. Das ist hier unser Beispiel 1. Guck mal, ich mache jetzt sofort Boolean B1 und dann Semikolon. Den Rest der Reihe mache ich im Moment zu Kommentar. Guck mal, es gibt hier bei Zeile 6 nichts Rotes. Das heißt grammatisch korrekt. Aber welchen Wert trägt die Variable B1? Da man muss in die Tabelle ablesen. Default-Wert ist false, das heißt B1 wird false, aber man muss dann alles auswendig lernen. Das mache ich sehr ungern. Deswegen empfehle ich aus guter Gewohnheit immer bei neue Variable Erstellung immer den Anfangswert auch ganz explizit angeben. Dann gibt es hier keine Frage, B1 ist true, B2 ist false. Ganz egal, was die Default-Wert ist. So, nochmal zur Live-Chat. War jede Variable Default gleich 0 ergibt? Hendrik, das war bei C der Fall, denke ich. Aber bei Java für die Zahlen ist Default-Wert doch 0. Bin ich nicht im Moment ganz sicher. Quasi der erste Wert, den kann man vergeben kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss auch mal googeln. Gibt es bestimmt einen ganz, ganz schlauer Grund. Okay. Gut. Jeder nicht initialisierte Variable gleich 0. Ja, aber wie gesagt, ich mache das ganz ungern, wenn ich selber nach guter Gewohnheit, wenn jedes Mal, wenn ich eine neue Variable erstelle, gebe ich immer explizit den Anfangswert. Okay, wo waren wir? Eclipse. Genau, Beispiel Nummer 1 kann ich jetzt nochmal speichern. Kann ich mal Run-Taste klicken? Also jetzt in der Konsole sieht man keine Ausgabe, weil auch nichts war in der Konsole gedruckt, aber diese zwei Zuweisungen hat geklappt. Ja, also Zeile 6 und 7 sind zwei Zuweisungen, haben geklappt. Okay, ganz einfach, ne? Dann Beispiel 2. Was haben wir? Jetzt haben wir diese AND, OR und NOT. Operatoren. So, wir haben eine Boolean Variable namens t. Wert ist true. Variable namens f. Wert ist false. Dann kann man ein bisschen weiter spielen. Okay, ich mache hier ein bisschen einfach Vollbild. Genau. Wie liest man Zeile 9? Erinnern wir uns, was für eine Anweisung ist Zeile 9? Das ist hier eine Zuweisung. Dann erinnern wir uns, wir haben diese drei Schritte. Erster Schritt, rechte Seite offen bestehende Berechnungen. Zweiter Schritt, neue Variable erstellen. Dritter Schritt, zuweisen. Also erstmal, Schritt Nummer 1, rechte Seite offen stehende Berechnung. Wir haben T and F. Und insgesamt haben wir am Ende auswerten, haben wir True and False. Was wird ausgewertet? Also in einem Klassenzimmer, dann würde ich spontan fragen, wer bitte jemand einfach laut sagen, aber jetzt muss ich leider selber abbeantworten. Das wird False, ne? Weil wir haben einmal True, einmal False zusammen mit And am Ende, also am Ende des ersten Schrittes, hat man auf der rechten Seite False, den Wert False. Zweiter Schritt, Boolean Variable B1 wird erstellt. Bis Ende Schritt Nummer 2 haben wir noch keine Verknüpfung. Ja? Dann Schritt 3 kommt und dann endlich trägt Variable B1 den Wert False. Und deswegen kann man später in der Konsole drücken, False. Da mache ich den Rest des Programms ein bisschen schneller. Variable B2 True oder False. Insgesamt nach der Wahrheitstabelle haben wir True, dann wird B2 True, dann wird hier True in der Konsole gedrückt.
B3 Variable haben wir false, aber not, das heißt im Gegenteil. Das ganze Ding auf der rechten Seite wird zu true ausgewertet. Erwarten wir hier true wird in der Konsole gedrückt. Dann lass uns kurz in der Konsole ausführen. Run-Taste klicken. Super. Mit AND erwarten wir false, genau, mit OR erwarten wir true, mit F und NOT erwarten wir true. Das war ganz genau nach unseren Erwartungen. So, ich gucke mal in Live-Chat und gucke, ob jetzt weitere Fragen gibt. Weitere Fragen? Manche Fragen haben auch unterfahren oder nur. Ja, genau, Rüdiger, du hast recht. Also, weil ich so viele Programmiersprachen kennen, mache ich nichts auswendig, sondern nach guter Gewohnheit mache ich immer expliziten Wert bei Variable Erstellung, dann bin ich selber nicht verwirrt. Dankeschön, Rüdiger. Okay, also gerne jederzeit Frage im Live-Chat eintragen, sonst gehe ich ein bisschen weiter. Ne? Gut. Dann haben wir noch weitere Beispiele. Es geht um Vergleichen. So, ich gehe zu YouTube. Entschuldigung, ich meine Eclipse. Beispiele 1 und 2 weg. Erstmal. Dann haben wir 3, 4 und 5. 3, 4 und 5. Genau. Was? Also, wie kann man dann elementaren Datentypen vergleichen? Jetzt, also, was ist eine Antwort zu einem Vergleich? Ja oder nein? Weil, wenn wir zum Beispiel mit kleiner vergleichen, ich mache hier Vollbild, mit diesem Operator kleiner vergleichen, also 5 ist Integer, Entschuldigung, A ist Integer, Wert 5, B ist Integer, Wert 10. Wir sagen, lass uns A und B vergleichen, und zwar A kleiner als B. Die Antwort kann nur Ja oder Nein sein, das heißt True oder False, beziehungsweise. Dann checkt unser Boolean B1 diese Antwort und kann man in der Konsole drücken. Okay, dann A5, B10, insgesamt natürlich true. A5, B10, A ist nicht größer als 10, insgesamt natürlich false. A5 kleiner oder gleich B, diesmal doch true. Ne? Dann B3 wird true. 5 größer oder gleich B, das wird false. Kann man auch sagen, das ist ein bisschen neu. Das ist ein bisschen neu. Ich erkläre erstmal und dann betone was. Erkläre ist A, ob A und B gleich ist. Diese gleich kann man für elementaren Datentypen verwenden. Die Bedeutung ist vergleichen. Zweimal Gleichzeichen. Und hier einmal Gleichzeichen, das ist Zuweisung. Also 5 ist natürlich nicht 10 gleich, dann trägt B5 später den Wert false. Jetzt die Betonung, noch einmal. Einmal Gleichzeichen, Bedeutung nach Java-Grammatik, das ist Zuweisung. Zweimal Gleichzeichen nach Java-Grammatik, die Bedeutung ist, elementaren Datentyp zuweisen. Noch ein bisschen andere Bedeutung bei Referenztypen. Wir lernen das später. Im Moment für uns. Bis dahin. Das heißt, gleich heißt, zwei elementaren Datentypen vergleichen. Gut. Dann kann man natürlich auch sagen, nicht gleich. Also, was ich jetzt markiere, gemeinsam, ist ein Operator. Bedeutung ist nicht gleich. Also, ist 5 nicht gleich 10, ja, oder true. Deswegen checkt B6 den Wert true. Okay, einmal ausführen, gucken, was in der Konsole kommt. Mache ich ein bisschen größer. Genau. A5, B10. Das ist aus erwartet. Aus erwartet. 5 kleiner oder gleich B, true. 5 größer oder gleich 10, false. 5 gleich 10 aus einem Vergleich, false. 5 nicht gleich 10, natürlich true. Gut. Das war Vergleich für Zahlen. Ich mache alle 3, 4 und 5 Beispiele und dann gucke ich Live-Chat an.
So, was kann man noch vergleichen in den mentalen Daten mit Boolean? Wir haben heute gerade Boolean kennengelernt. Ne? Also kann man sagen, T aus einer Variable checkt Werte true, F checkt false. Kann man diese Zeile so verstehen, dass es hier eine Zuweisung ist? Erster Schritt, fragen wir, ob T und F gleicher Wert tragen. Natürlich im Moment nicht. Die Antwort ist nicht oder false. Dann hat B1 false. Kann man auch sagen, ob T nicht gleich F ist. Das ist in diesem Fall ja. Die Antwort ist ja. Das heißt, B2 checkt den Wert true. Dann unsere Erwartung ist, was noch immer, ist false und true. Okay, einmal ausführen. Genau, einmal false, einmal true, wie erwartet. Was kann man noch vergleichen? Dezimalzahl. Okay, das ist hier ein bisschen komplizierter. Muss ich ein bisschen mehr oder langsamer gehen. Wir haben hier drei Double Variablen. A hat Wert 1,2 oder 1,2, B hat Wert 3 glatt. C aus einer Variable, Datentyp Double, checkt den Wert A mal B, das heißt 3,6. Ganz intuitiv. Dann haben wir noch eine Epsilon-Variable, der Wert ist ganz, 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 ganz klein. Ja? Okay. Die Frage ist, lass uns dieser Vergleich machen. If und else erklären wir ganz gleich. Erstmal bitte lass uns auf diesen Vergleich konzentrieren. So, die Frage ist, ob C und dem Wert 3,6 gleich ist. Ja? Also, wenn sie gleich sind, dann sollen wir in der Konsole drücken, C gleich 3,6. Wenn sie nicht gleich sind, drücken wir eher C nicht gleich 3,6. Also, würde ich jetzt schon ans Publikum Frage stellen, wer denkt C gleich 3,6? Wer denkt C nicht gleich 3,6? Ja? Und dann lass uns, also 5 Sekunden überlegen, gleich oder nicht gleich, gleich oder nicht gleich. Dann mache ich einmal in der Konsole, ausführen, dann sehen wir, was in der Konsole. Erstmal der erste Teil. Der zweite Teil gehen wir dann gleich danach mal durch. Okay, einmal One klicken. Oh, guck mal! Zeig nicht gleich 3,6. Warum? Warum? Okay, noch einmal. Beispiel 5, zweiter Teil. Jetzt gehen wir durch. So, lass uns noch einmal Double Variable erstellen namens Diff. Differenz. Differenz sollte C minus 3,6 sein. Intuitiv. Intuitiv denkt man, die Differenz ist natürlich 0, also die zwei Zahlen sind ganz, ganz gleich. Aber wenn wir wirklich diese Differenz in der Konsole mal drücken, sehen wir, das ist eine ganz, 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 ganz winzige Zahl, Dezimalzahl. Genau ausführlicher Begründung lernt man dann in technischer Grundlagen später. Also bei, das ist dann Erstsemesterkurs schon da, denke ich, in ein paar Wochen kennt man ganz genau warum. Jetzt mache ich nur eine Zusammenfassung in einem Satz, weil die Darstellung in der Maschine, in dem Computer, kann man 3,6 nicht ganz genau darstellen. Das heißt, im Computer, die Darstellung ist eher 3,6 und dann kommt ganz kleiner winzig noch übrig. Und deswegen, wenn man mit einer 3,6 glatt vergleichen, das ist natürlich nicht mehr gleich. Okay, dann lass uns noch einen Vergleich machen. Wenn der Differenz kleiner als unser Epsilon ist, dann behaupten wir, ja doch, die sind praktisch gleich. Ja, weiß ich, im Computer gibt es einen ganz, ganz, ganz winzigen Unterschied. Aber intuitiv her, intellektuell her, wissen wir, C und 3,6 sind gleich. Ja? Oder sonst, wenn der Differenz ganz hoch, ganz groß ist, dann C und 3,6 sind doch nicht gleich. Okay, dann noch einmal
Beispiel 5 ausführen. So, 3, diese C, das heißt das Ergebnis unserer Multiplikation, minus 3,6 glatt, ist eine ganz, 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 ganz kleine Zahl. Also minus 16, das ist die Exponent. Das ist hier 0, Komma, dann kommt 16 mal Nullen und dann 4, 4, 4 und so weiter. Die Differenz ist ganz, ganz winzig. Trotzdem eine Differenz gibt es. Deswegen, wenn man Double vergleichen mit gleich, muss man dann erinnern, mit einem Epsilon bearbeiten. Das ist hier die Botschaft. Dann gucke ich kurz in Live-Chat. Ah, keine Rückmeldungen, keine Fragen bis dahin. Sehr schön. Okay, dann gehe ich weiter und dann komme ich zu. Eventuell gibt es doch Fragen wegen dieser Epsilon und Differenz, aber ich gehe weiter mit noch einem Beispiel und dann komme ich zu Live-Chat. Gut. Jetzt gehe ich zu Eclipse. Beispiel 5 weg, 4 weg, 3 weg, haben wir 6. Was haben wir hier? Oh, if. Was ist if? Auf Deutsch würde ich wenn übersetzen oder falls. Wenn etwas passiert, dann lalala. Ne? Wenn etwas passiert, dann lalala. Lass uns gucken, hier ist ein ganz kleines Programm. A und B sind Variablen, Werte 5 bzw. 10. Wenn diese Bedingung zu true ausgewertet wird, dann lass uns, was auch immer hier ist, ausführen. Noch einmal. If oder wenn die Bedingung trifft, das heißt, die Bedingung zu true ausgewertet wird, nur dann führen wir, was auch immer hier ist, führen wir das aus. Dann muss ich noch ein paar Fachbegriffe jetzt einleiten. Also if, das ist hier ein Schlüsselwort, a keyword. Was auch immer in Runderklammern ist, Runderklammern wegen Grammatik. Eine Rundenklammer nach if, das heißt, guck mal, was auch immer in den Rundenklammern, das ist meine Bedingung. Bedingung intuitiv heißt, am Ende kann man diese Bedingung Fragen stellen, bewerten, auswerten. Am Ende kriegt man eine Antwort ja oder nein. Oder nach Java, das heißt true oder false. Noch einmal, nur kurz hier. Runderklammern, Bedingung. Kann man oder sollte man am Ende zu true oder false, das heißt Boolean, ausgewertet wird? Wenn true, hier geschweifte Klammern auf, Partner dazu geschweifte Klammern zu. Guck mal, Eclipse ist ganz schlau. Diese geschweifte Klammern ist schon mit ein bisschen mit einer Viereck betont. Eventuell auf dem Bildschirm ist das nicht ganz klar, aber zum Vergleich, Zeile 12 und Zeile 13, diese zwei geschweifte Klammern zu haben keine Betonung. Geschweifte Klammern zu auf Zeile 11 ist Partner für unser geschweifte Klammern auf hier. Okay, geschweifte Klammern auf bis Partner geschweifte Klammern zu, sowas nennt man einen Block. Noch einmal. Ein Block. Gut, das heißt, Bedingung true ausgewertet, Block ausführen. Bedingung true false ausgewertet, Block auslassen oder ignorieren. Dann praktisch den Block überhüpfen und sofort hier, was ich jetzt hier meine Maus ist, nach hierher springen. Also ohne if bis dahin können wir nur Zeile für Zeile Code von oben nach hinten durchführen. Mit if kann man sozusagen hüpfen. Also je nach Bedingung kann man hüpfen oder nicht. Ja? So, dann ich denke hier das Beispiel ist ziemlich intuitiv. A, Vergleich kleiner aus B. Das Ganze hier Bedingung, die Antwort ist ja oder true. Dann springen wir doch in den Block.
springen wir hierher in den Block, dann sollte Zeile 10 ausgeführt. Kurz ausführen und gucken. Tada! Stimmt. A ist kleiner als B gedruckt. Sag mal, ich manipuliere jetzt meine A. Jetzt A ist 15. Datei speichern. Jetzt meine Bedingung wird zu false ausgewertet. Meine Erwartung ist, diesen Block überspringen, landen wir gleich nach dem Block. Für uns das heißt, in diesem Programm nichts wird in der Konsole gedrückt. Ja, so. Einmal Run-Check-Class durchgegangen. Okay, Programm hast du zum Ende ausgeführt. Ja, das war keine Fehlermeldung. Und wie erwartet, nichts in der Konsole war gedrückt. Okay. Noch ein Fachbegriff. Guck mal, was haben wir? Oh, das ist ganz schade, ich kann nicht wirklich malen. Den Konzept Einrückung. Einrückung bedeutet, die Codezeilen so in einer vertikale Linie alle machen, damit man ganz schnell sehen kann, wo mein Block beginnt und wo mein Block endet. Ich meine zum Beispiel mit meiner Maus hier, das ist hier die erste Ebene mit Public Class Beispiel. Dann Public Static Void Main, das ist hier die zweite Ebene, diesem Block. Ja, so Moment. Beispiel 6, das ist diesem Block. Klammern auf, Klammern zu. Erste Einrückung. Dann kommt Public Static Void Main, Klammern auf, Klammern zu. Das ist hier die zweite Ebene. Dann kommt noch eine Einrückung, die sind alle Inhalt für unsere Main. Dann wegen if haben wir noch einen Block. Dann Inhalt in diesem Block sollte noch ein bisschen nach innen eingerückt werden. Deswegen gibt es hier noch mehr Leerzeichen oder Tab-Zeichen. Ich denke, am besten zeige ich euch jetzt unser Soft Skills Script. Einrückung oder auf Englisch Indentation ist Zeilen innerhalb eines Blockes mit gleichem Abstand zum linken Rand anzufangen. Das ist natürlich abstrakt. Am besten sehen wir eine Abbildung. So sieht man ganz schnell, wo die Ebenen sind. Hauptsache, wenn man mit einem neuen Block beginnt, sollte man eine Ebene erhöhen, das heißt ein bisschen mehr einrücken. Und zwar alle in demselben Block haben ganz genau die gleiche Ebene oder die gleiche Einrückung. Ein ganz schlechtes Beispiel sehen wir später, okay? Gut, ich gucke jetzt Live-Chat. Aziz fragt, können die geschweiften Klammern auch auf die gleiche Zeilen wie System Outprint Line? Ich hoffe, ich habe deine Frage korrekt verstanden. Ich denke, du meinst sowas. Jetzt ist mein Beispiel 6. Ich glaube, du meinst so. Und dann diese geschweiften Klammern nach, sag mal, zu Zeile 10 ziehen. Und hier beenden. Ich speichere meine Datei. Und guck mal, hier gibt es nichts Rotes. Das heißt grammatisch alles korrekt, aber optisch schlecht. Und zwar nach Code-Konvention, das ist bestimmt schlecht. Mit geschweiften Klammern sollte man dann nächste Zeile haben. Mit Einrückung. Hier Klammern zu. Auch nächste Zeile. Mit Einrückung, dann sieht man viel besser. Das ist natürlich so, 99% der Zeit sollte man geschweifte Klammern auf, geschweifte Klammern zu, so mit Abstand neue Zeile machen. Dann sieht man klarer. Gibt es natürlich Ausnahme, sage ich, 1% der Zeit, auf irgendwelchen Grund sollte man so alles in eine Zeile einpacken? Wie gesagt, das ist grammatisch in Ordnung. Macht man eher selten oder kaum. Bestimmt gibt es Gründe manchmal, warum so machen, aber typischerweise nicht. Das heißt für uns bei Programmierung 1 fast nie. Aber wie gesagt, grammatisch ist in Ordnung.
Okay, dann wiederherstellen. Okay. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Okay, dann gehe ich dann weiter. Das war Beispiel 6. Wir haben bis dahin nur if. Also wenn, dann extra, extra, extra. Beispiel 7 haben wir ein bisschen Erweiterung. If else. Auf Deutsch würde ich sagen, wenn sonst. Das heißt, wenn diese Bedingung trifft zu in diesem Block einspringen, das heißt ausführen, sonst diesen Block ausführen. Mit anderen Wörtern, wenn ich ein bisschen anders beschreibe, wenn diese Bedingung nicht zutrifft, dann diesen Block hierher springen, diesen Block ausführen. Dann, okay, lass uns gucken. Wenn a kleiner als b ist, haben wir in der Konsole a ist kleiner als b. Ansonsten für alle anderen Möglichkeiten gehen wir sofort zu diesem else oder sonst Block. A ist größer als b oder gleich b. Na klar, ich denke, mit Integers gibt es nur diese drei Möglichkeiten. Lass uns hier jetzt kurz ausführen a 5 b 10. Das heißt im Moment Bedingung trifft zu. Diesen Block wird ausgeführt. Mal gucken. Wie erwartet. Sag mal jetzt BAA ist 15. Dann speichern. Dann diese Bedingung trifft nicht mehr. Dann wird unser else Block ausgeführt. Mal probieren. Genauso. Man kann auch sagen, A hat Wert 10. Mal speichern. Ausführen. Immer noch else Block. Weil es geht nur darum, ob die Bedingung ja oder nein ist. Das heißt, true oder false ist. True, zack. False, zack. Mehr gibt es nicht. Okay. Live Chat. Oh, was ist hier passiert? Live Chat. Seid ihr so lieb? Könnt ihr bitte eine kurze Rückmeldung geben? Ich bin noch dabei, ich höre doch zu. Ich habe bis dahin verstanden. Sonst ist es sehr schwer, mich zu bewerten, ob ich ein bisschen langsamer gehen solle. Oder können gerne sagen, ah, Amy, du bist zu langsam, schneller. Oder du bist zu schnell, langsamer. Okay, was auch immer. Bitte eine kurze Rückmeldung geben. Vielen Dank. Gut, dann jetzt machen wir ein bisschen weiter mit if-else. Und zwar... Also 6 weg, 7 weg, 8. If else kann man aus einer Kette bauen. Was meine ich? Ich meine, wir haben wie immer A 5, B 10, if A kleiner als B. Also bis dahin alles in Ordnung und sagt bis dahin mit else. Alles immer wie vorher. Aber... warum sagt ich habe eine Kette? Guck mal, if, sonst, wenn. Also, wenn das nicht trifft, sonst, lass uns eine weitere Bedingung auswerten. Warum nicht? Darf man. Wenn ich jetzt ein bisschen auf Deutsch übersetzen werde, wenn diese Bedingung trifft, zack, ausführen. Sonst, wenn diese Bedingung trifft, zack. Und zwar kann man ohne Ende if, else, if, ohne Ende so eine Kette aufbauen. Lass uns hier kurz probieren. A, 5, B, 10, das heißt im Moment das trifft, das ist aber langweilig. Lass uns mal gucken, A ist jetzt 15. Das heißt, das trifft nicht zu. Ja, jetzt spiele ich Rolle Java. Ich komme zu Zeile 9. Trifft diese Bedingung zu? Nein oder false. Dann springen wir hierher. Zeile 12. Dann weiter. Sonst. Oh, nochmal if. Das heißt, ich erwarte demnächst eine Bedingung. Doch, Bedingung ist hier. Bedingung sagt jetzt, ob A größer als B ist. Ja oder true. Gut, dann rein in den Block springen und dann dies ausführen. Okay, dann unsere Erwartung ist jetzt, A ist größer als B in der Konsole. Ausführen. Genau.
Alles größer aus B. Fangfrage. Fangfrage. Was passiert, wenn ich jetzt A gleich 10? Eigentlich, das ist nicht ganz so mysteriös. Wir spielen Roller Java. Wir erinnern uns, Computer ist dumm. Wir folgen nur die Regeln. Ja? So, wir spielen jetzt Roller Java. If diese Bedingung trifft zu nein, dann hierher hüpfen, sonst. If. Oh, noch eine Bedingung. Trifft diese Bedingung zu? Immer noch nein. Dann, dann ignorieren wir diesen Block und hüpfen wir gleich nach dem Block. Im Moment gibt es nichts weiter, gibt es keine weitere Code. Das heißt für die für das Programm, oh, okay, nichts in der Konsole drücken, nach Hause gehen. Das heißt, jetzt wenn ich das Programm ausführe, meine Erwartung ist, Programm führt bis zum Ende aus, aber nichts wird in der Konsole gedrückt. Probiere. Ganz genauso. Okay. Beispiel 9, ganz, ganz ähnlich. Das ist hier auch eine If-Else-Kette, aber haben wir ein bisschen anders. Also, wie immer A5, B10. Erste Bedingung, wenn A kleiner als B, A kleiner als B, sonst, wenn, noch eine zweite Bedingung, tippt das zu, wenn ja, diesen Block ausführen, sonst hierher nach Zeile 15 hüpfen. So, hier haben wir nur else, keine weitere if. Das heißt, wenn wir bei Zeile 15 sind, stellen wir keine Frage mehr. Warum auch immer wir hier gelandet sind, einfach den Block ausführen. Hier keine weitere Bedingung, dann gut, diesen Block ausführen. Also für Vergleich zwischen zwei Integers gibt es nur da Möglichkeiten, stimmt? Entweder kleiner oder größer oder gleich. Und deswegen in diesem Fall dient dieser If-Else-If-Else-Kette ganz gut. Also noch einmal, diese Else-If gibt es eine Bedingung. Wenn ja, rein springen. Wenn nein, hierher springen. Und wenn wir hier sind bei Zeile 15, gibt es eine weitere Bedingung? Nein. Das heißt, irgendwas passiert in der Welt, müssen wir den Block ausführen. Wenn wir überhaupt in Zeile 15 gelandet sind, natürlich. Sag mal, jetzt haben wir A5, B10. Das ist die erste Bedingung, die schon getroffen ist. Dann ist diesen Block ausgeführt, ist den Rest der Kette alles vorbei. Noch einmal, für eine If-Else-Kette, wenn wir einen Block ausgeführt haben, springen wir danach sofort zum Ende der Kette. Das heißt, wenn dies trifft, ausführen, ignorieren, hierher hüpfen. Okay, dann lass uns mal probieren. Ich denke nur mit dieser 10 und 10. Dann sieht man, dass in diesem Fall trifft nicht zu, sind wir hier gelandet und wird in der Konsole gedrückt. A gleich B. Genau. Okay, jetzt gucke ich in Live-Chat. Dankeschön für die Rückmeldungen, Leute. Danke. Gut. Geschwindigkeit gut. Dankeschön, Flex Mega. Mega. Joha, du. Sorry, das ist hier Bildschirmname. Genau, dieser 1,2 mal 3, warum das nicht gleich 3,6 ist, in Zusammenfassung, weil die Darstellung elektronisch her in Hardware, in der Maschine, ist nicht wirklich 3,6 glatt. Es ist wirklich 3,6 bläh. Und deswegen, wenn man mit 3,6 glatt vergleichen, dann ist der Vergleich nicht auserwartet. Anni sagt, kann man darunter auch else machen und sagen else gleich? Ich denke, dann haben wir schon mit Beispiel beantwortet. Denise fragt, macht man else if einfach nur, was schöner ist? Man könnte auch die ganze Zeit neue if-Anweisungen geben, oder? Sehr schöne Frage, Denise. Ich denke, das ist ganz genau, warum wir
Beispiel 10 haben. Gut, mal gucken. Ja, okay, 9 weg. 8 weg. Beispiel 10 haben wir. Also noch einmal, die Frage von Denise war, warum if und else if und else if und else, warum Kette? Man kann ja doch jedes Mal nur mit if machen. Die Art und Weise von der Ausführung wird ein bisschen anders. Schwerpunkt hier ist in einer Kette, in einer if-else-Kette. Sobald ein Block ausgeführt ist, hüpft man gleich danach zu Ende des Blocks. Lass uns gucken hier. Erstmal gucken, was wir hier bei Beispiel 10 haben, dann experimentieren wir ein bisschen. So, ob A gleich B, A größer als B, else if, B kleiner als C, else if, C klein, größer als A. Und dann machen wir irgendwelche Mathe und dann vergleichen, irgendwelche Mathe und dann vergleichen. So, können wir eventuell so eine, also A ist 5, B ist 10, C ist 20. Welche Bedingungen zutrifft? Lass uns erstmal alle Bedingungen auswerten. Das ist hier false, ne? B gleiche aus C immer noch false. C gleiche aus A, doch true. A plus B, das ist 15, gleiche aus C, das ist false. B plus C, das ist 30, größer aus A, das ist true. Gut. Wir haben zweimal Bedingungen, die später zutreffen. Einmal hier, einmal da. Mit einer If-Else-Kette, wenn ich jetzt Java, Rolle Java spielen, ich bin hier an Zeile 10. If, Bedingung, bitte auswerten, ja oder nein, beziehungsweise true oder false, false. Dann bitte hier hüpfen. Noch weiter, if, B, diese Bedingung bitte auswerten, false, dann nochmal hüpfen. Dann Bedingung, da, jetzt ja oder nein, ah doch, true. Oh, true, endlich true. Hier durchführen und ausführen. Gleich danach vergessen, was ist den Rest der Kette. Dann bin ich hier gelandet. Das heißt, Zeile 20 oder besser gesagt, diesen Block wird nicht ausgeführt. Entschuldigung, diesen Block wird nicht ausgeführt. Weil das ist dann den Rest der Kette. Ne? Erstmal so viele probiere. Unsere Erwartung ist, wir sehen in der Konsole, C größer als A, aber wir sehen sowas nicht. Okay. Einmal ausführen. Genau. C größer als A, schon einen Block ausgeführt, den Rest der Kette vergessen. Ja? Oder wir können sagen, lass uns Kette trennen, abspalten. Ich mache erstmal ein bisschen doof und dann mache ich besser. Optisch. Jetzt ist optisch doof. Hier habe ich wirklich zwei Ketten. Das ist eine Kette. Das ist die zweite Kette. Das heißt, diesmal, wir erwarten in der Konsole sowas und sowas. Mal speichern und noch einmal ausführen. Genau, jetzt sehen wir beides. Also ich habe gesagt, das ist optisch doof. Ja, also mit keinem Abstand sieht man praktisch nur eine Kette, dann eher besser, optisch besser. Ups, das meine ich nicht. Hier zwischen 18, Zahl 18 und 19 ein bisschen Abstand machen. Noch besser wäre, wenn ich das schreiben würde ich sowas machen. Neue Kette. Dann ist ganz klar, man hat eine neue Kette. Dann zurück zur die Frage von Denise. Ja, kann man eine Kette vergessen und einfach immer nur mit if machen? Ja, kann man, aber das wird sehr mühsam. Ich mache nicht alle hier, aber nur eine. Sag mal hier, lass uns die Kette abbrechen. Das ist hier neue Kette. Aber ich möchte die gleiche Logik behalten. Dann was brauche ich? Ich brauche erstmal das prüfen und dann weiter das prüfen. Und auch dazu das prüfen. Also wenn man nur if machen, aber wenn man die Bedingungen, sag mal, was ist das Wort?
accumulate auf Deutsch. Also alle summieren, nicht summieren. Accumulate. Ich muss Leo fragen, was ist accumulate? Wenn man anhäufen, kumulieren, wenn man akkumulieren. Wenn man akkumulieren, kann man die Bedingungen ein bisschen minimaler schreiben. Wenn man immer mit if, dann muss man zum Beispiel hier auch, wenn if das, dann brauche ich noch weiter, ne? Ups, das meine ich nicht, das meine ich eher zum Beispiel. Also für die gleiche Effekt in einer Kette muss ich die Bedingungen weiterbauen, weiterbauen, weiterbauen. Das ist weder intuitiv noch schön und auch schwer zu verstehen. Oh, Flex Vega, vielen Dank, akkumulieren. Dankeschön. Gut, ich gucke jetzt Live-Chat. Ich glaube, Zusammenfassung ist besser. Okay, zusammenfassen. Dankeschön, Denise. Zusammenfassung ist besser. Gut. Okay, dann gehe ich zum Beispiel 11. Einmal speichern. Beispiel 11. Gut. Dieses Beispiel hat mit Codekonvention zu tun. Also, ding, 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 Achtung. Das heißt etwas, das ist etwas, wie er in der Übung aufpassen sollte. Weil Codekonvention wird bewertet. So, die Konvention ist, explizit Vergleich vermeiden. Was meine ich? Okay, wir haben einmal Integer a1, Wert 5, a2, Wert 10, einmal Variable Boolean b, Wert wird true. Was nicht schön ist, sowas. Warum? In einer Bedingung, das heißt in den runden Klammern, was ist erwartet? Oder besser gesagt, was ist am Ende erwartet? Einen Boolean-Wert. Ne? Also, was auch immer die Bedingung ist, am Ende sollte to true oder false ausgewertet. Na klar, man kann immer sagen, wenn diese Boolean-Variable gegen true auswerten oder vergleichen. Ne? Also gleich, gleich, noch einmal aus einem Operator, das heißt Vergleich und nicht Zuweisung. Ob B gleich, gleich true, dann macht man einen Vergleich. Aber b selber ist schon eine Boolean-Variable. B selber trägt schon einen Boolean-Wert true oder false. Das heißt, dieser Vergleich ist unnötig. Besser wäre, also so Moment, Zeile 11, nicht schön, das ist keine Code-Konvention. Konvention ist eher if, runde Klammern, sofort b. Und warum das geht? Nur weil b eine Boolean-Variable ist. Dann kann man sowas machen. Zum Beispiel, ich darf nicht sagen, if A1. Wie kann man A1 zu einer Ja- oder Nein-Frage oder True oder False auswerten? Kann man überhaupt nicht. Deswegen gibt es hier auch rote Linie. Type Mismatch cannot convert from Int to Boolean. Also, so eine Code-Konvention kann man nur verwenden, wenn die Variable eine Boolean-Variable ist. Also, wiederherstellen. Genau. Wenn B true ist, diesen Block. Wenn B false ist, diesen Block. Das war's. Es geht um Code-Konvention. Ich weiß, die Nicht-Konvention ist sehr intuitiv. Ich bin dabei, ich verstehe. Aber sollte man mit Programmierung ein bisschen im Kopf Gedanken ein bisschen umwandeln, damit wir schöner schreiben. Mit anderen Wörtern, wenn ich eine Chefin in einer Softwarefirma bin und wenn ich so was von Code sehe in Java, kenne ich sofort die Programmierer oder der Programmierer, die oder der ist bestimmt Praktikant. Das ist hier, Zeile 11 ist Praktikantenniveau. Zeile 19 ist Professionellenniveau. Machen wir eher professionell. Okay? Ja, wie gesagt, das wird in der Übungen auch aus Code-Konvention bewertet. Aber lass uns hier kurz ausführen,
Beispiel 2, was haben wir noch einmal? B ist false, das heißt, wir erwarten zweimal else Block. Ja, dann ausführen. True. Oh, habe ich was? Entschuldigung, B ist natürlich true. Dann haben wir zweimal true Block in der Konsole gedrückt. Zweimal wegen, hier Zeile 17 ist ein optischer Hinweis. Wir haben hier zwei If-Else-Kette. Ja, gut. Dann kurz zu Live-Chat. Ah, keine weitere Anmeldungen. Sehr schön. Gut, dann Beispiel 12 A und B. Hier die Beispiele. Es geht auch um Code-Konventionen. 12a ist nicht schön. 12b ist schön und das ist auch Konvention. Lass uns mal gucken, was hier passiert ist. Wir haben a gleich 5. Wir haben dann dreimal Bedingungen. Entschuldigung, Leute. Pia, Mami, schön, Lento. Golly, wann daddy. Timo, die Pia ist wach. Mami, da ist ja, Mami, ist ja Pia, Mami, ist ja sorry, ja, Mami muss aufpassen. Oh, Pia, komm, mal küssen. Einmal küssen, okay? Ja, sorry, Pia, Mami, da ist ja ein Traum. Danke, Timo. Entschuldigung, Leute, die Tochter heißt Pia, sie ist 4 Jahre alt und sie macht gerade ein Nickerchen und ist wach geworden und hat natürlich direkt zu meinem Büro oder dieser Schlafzimmer gekommen und hat sie schlechte Laune. Kann ich gut verstehen. Kann ich leider nicht mit ihr jetzt spielen. Dann streichen, Küssen geben. Es wird okay, der Papa ist da. Ach, genau, schlecht. Also das ist ein ganz schlechtes Gefühl für eine Mama, wenn ein Kind Aufmerksamkeit benötigt und dann trotzdem kann ich so wenig geben. Aber na gut, der Papa ist da, alles wird in Ordnung. Und wo war ich? Genau, if und else hat mit Code-Konvention zu tun. Gut, A ist ein Integer, Wert 5. Und warum ist hier schlecht? Okay, die erste Bedingung ist, A ist zwischen 0 und 10. 0 ist inklusiv, 10 ist nicht inklusiv. Das heißt, wir wollen tatsächlich A zwischen 0 und 9. Dann gehen wir in diesem Block. Wenn diese Bedingung nicht zutrifft, hüpfen wir hierher. Das kennen wir schon. Dann haben wir diese Bedingung, A zwischen 10 und 20. Also, wenn die allererste Bedingung in Zeile 8 nicht zutrifft, sag mal, wir nehmen nur positive Integers, also 0, 1, 2 bis ohne Ende, okay? Wenn Bedingung in Zeile 8 nicht zutrifft, wissen wir schon, ganz klar, A ist mindestens 10. Ja, es ist nicht mehr möglich, dass A ist was auch immer. Also deswegen, das könnte weg, oder? Also das Ganze hier, das könnte weg. Weil wir wissen schon, A ist bestimmt mindestens 10 inklusive 10. Also dieser, was ich jetzt markiere, ist unnötig. Okay, dann sag mal, das ist hier Shift zu. Dann haben wir A bestimmt 10, 11 oder bis 19 inklusive 19. 20 ist nicht dabei. Gut, dann haben wir noch eine else-if und diese Bedingung. Na gut, wenn wir hier sind, wenn wir hierher gesprungen haben, sind wir ganz sicher, A ist mindestens 20. Und deswegen, das ist auch unnötig. Ja, und das ist deswegen hier nicht ganz so schön. Aber guck mal, nichts Rotes. Also das Rot wegen Buchstabierung, mein Eclipse kenne keine deutsches Wörter, ne? Aber von Code her nichts Rotes, Grammatik alles okay, kompiliert okay, nur aus Mona Lisa haben wir hier keine Mona Lisa. 12b Beispiel ist Code-Konvention und das sollten wir anstreben.
Die allererste Bedingung bleibt ganz genau so, aber danach die unnötige Vergleichen einfach weg. Dann was ist viel schöner. Und das ist doch Code-Konvention. Lass uns 12a und 12b ausführen und dann gucken wir, dass es ist wirklich die gleiche Ergebnis. Dann 5 ist eventuell ein bisschen schlimm, sag mal 52, ja? Also Entschuldigung, 25. Dann erwarten wir den allerletzten Fall. Okay, mal ausführen. 20 bis 29, genau. Jetzt die schöne Variante. Auch 25 speichern, ausführen, Run-Tasten. Genau. 20 bis 29. Also, ding, 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 ding. Achtung! In der Übung heute brauchen wir auch Zahlen gegen Outer vergleichen, dann bitte im Kopf denken, habe ich irgendwo einen unnötigen Vergleich gemacht? Ne, das wird auch bewertet. Gut, ich bin jetzt an. Okay, lass uns hier gucken. In Live-Chat, kann ich das LSV in C-Sharp auch nach rechts einrücken oder machst du das nicht in Java? Empty Slot. Wer auch immer das ist, denke ich mal. Oh, ich weiß den echten Namen, sage ich aber nicht, weil das ist hier in YouTube Live. Herr T, Herr T. Am besten machen wir automatisch Einrückung, dann wird alles nach Konvention gemacht. Und zwar lass uns sofort zu dem ganz schlechten Beispiel gehen, dann zeigen wir was. Lass uns jetzt wegen deiner Frage sofort zur Beispiel 14 gehen. Also 12a und b weg. 14. Ich mache größer. Schlechte Einrückung. Poor Indentation. Guck mal, wie kann man sowas von Code lesen? Einrückung ist so total schlecht. Was meine ich automatisch? Also, ja, Eclipse kann Code nach Konvention automatisch einrücken. Und zwar sowas. Ich markiere mit meiner Maus einen Abschnitt, sag mal so. Und dann mit Tastatur, ich klicke den Shortcut, die Abkürzung, Steuerung I. I für Indentation auf Englisch. Also Steuerung I klicke ich. Guck mal. Schön, oder? Also damals war das. Ich habe Steuerung Z angetippt, also wiederherstellen. Jetzt noch einmal. Was auch immer ich ein automatisch einrücken möchte, einfach.